Hallo und herzlich willkommen bei Hotodi. Ich bin Christian und heute machen wir eine Zusammenfassung von Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame. So eine Zusammenfassung braucht man in vielerlei Hinsicht bei der Klassenarbeit, wenn es darum geht, eine Szene in den Gesamtkontext einzubetten. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man so etwas macht. Im ersten Schritt geht es darum, die wichtigsten Handlungselemente in Stichworten vorzunotieren. Ich habe das jetzt mal am Beispiel des ersten Aktes gemacht. Da geht es hauptsächlich darum, Claire kommt zurück in ihren Heimatort Güllen, trifft ihre Jugendliebe Alfred Ill wieder und bietet den Einwohnern des wirtschaftlich da niederliegenden Städtchens Güllen 1 Milliarde für die Ermordung ihres Liebhabers. Der zweite Akt zeigt uns, wie der mitgebrachte schwarze Panther von Claire Zachanassian entkommt und die Güllener Bürger in Angst und Schrecken versetzt. Daraufhin bewaffnen sich die Bürger des Städtchens, was natürlich bei Alfred Ill gewisse Befürchtungen auslöst, dass dieser Mordplan von seinen Mitbürgern in die Tat umgesetzt wird. Jedoch versichern ihm seine Mitbürger, dass sie sich natürlich nur zum Schutz gegen den schwarzen Panther bewaffnen. Im dritten Akt wird Alfred Ill von den Güllnern getötet, die alte Dame zahlt wie vereinbart 1 Milliarde und die Stadt erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das waren jetzt in den wichtigsten Stichworten die Zusammenfassung dieser drei Akte. So, im nächsten Schritt geht es ans Ausformulieren dieser Stichworte. Wichtig ist dabei, wir verwenden Hypotaxe, das heißt, lange Sätze, Satzgefüge, nicht nur Hauptsatz, 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 sondern auch mal einen erläuternden Einschub. Wir konzentrieren uns dabei aber immer auf die wesentlichen Aspekte der Handlung und auf die wichtigsten Personen. Ich habe das jetzt mal hier vorbereitet. Die schwerreiche Milliardärswitwe Claire Zachanassian kehrt zurück in ihren wirtschaftlich da niederliegenden Heimatort Güllen. Die Einwohner verbinden mit diesem Besuch die Hoffnung, dass Clara Wäscher, so lautete ihr Name, als sie die Stadt verließ, mit ihrem Geld wieder für Wohlstand sorgt. Die alte Dame bietet der Stadt und den Bürgern dann auch 1 Milliarde, fordert aber als Gegenleistung den Tod ihres ehemaligen Geliebten Alfred Ill, der sie hochschwanger verlassen hat. Da steckt jetzt im Grunde alles drin. Kürzer kann man eine Zusammenfassung des ersten Aktes nicht machen. Man könnte sie länger machen, aber es geht ja jetzt erstmal darum, sich auf das Allerwesentlichste zu konzentrieren. Im zweiten Akt habe ich das mal so formuliert: Obwohl die Güllener Bürger das Angebot empört zurückgewiesen haben, beginnen sie, sich in Erwartung des kommenden Wohlstandes zu verschulden. Als der von Claire mitgebrachte schwarze Panther entkommt, bewaffnet sich die Stadt und Alfred Ill erkennt, dass die Lage bedrohlich für ihn wird. Er will fliehen, wird aber von den Güllener Bürgern zurückgehalten. Jetzt sind wir bei dem letzten Satz in einer kleinen Zwickmühle. Denn hier hat Dürrenmatt eine sehr interessante Wendung eingefügt. Es bleibt unklar, ob Ill den Zug besteigen kann oder ob er wirklich zurückgehalten wird. Die Güllener Bürger betreiben hier eine Art passiven Widerstand, aber im Sinne einer Kürze und einer Einfachheit habe ich mich jetzt mal dafür entschieden, das so zu formulieren. Und jetzt kommen wir zum dritten Akt. Trotz der anhaltenden Beteuerungen, Ill nicht zu töten, stirbt er eines nur scheinbar natürlichen Todes, woraufhin die alte Dame, die Verursacherin des wirtschaftlichen Ruins der Stadt, wie sich später herausstellt, die vereinbarte Milliarde auszahlt, woraufhin Güllen wieder zu einem blühenden Gemeinwesen wird. Das wäre dann sozusagen das ironisch gebrochene Happy End dieser Tragödie. So, ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ihr wisst jetzt in groben Zügen, worum es bei der Handlung geht. Und vielleicht habt ihr auch einen kleinen Einblick bekommen, wie man so eine Zusammenfassung herstellt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.